Hallo, ich bin Landschaftsarchitektin Iris Winkenbach vom Gartengestaltungsblog irislandschaften.ch und mit mir kannst du deinen Lieblingsgarten planen. Gerne zeige ich dir in diesem Video meine 5 Planungsschritte, die du benötigst für dein erfolgreiches Lieblingsgartenprojekt. Falls du mit mir zusammenarbeiten würdest, gäbe es natürlich im Vorhinein noch ein halbstündiges Kennenlerngespräch. Aber jetzt los zu meinen 5 Planungsschritten. Der erste Schritt ist die Bedarfsermittlung. Da geht es darum, dass du herausfindest, was du wirklich willst. Mit meinen Kunden arbeite ich immer so, dass es ein Fragebogen gibt, den man ausfüllen kann, auch um zu wissen, was man will. Ein sehr wichtiger Punkt ist herauszufinden, welcher Gartenstil einem gefällt. Das Produkt dieses ersten Schrittes ist die Inhaltsliste. Das kannst du auch sehen wie eine Einkaufsliste oder die Wunschliste an Weihnachten. Der zweite Schritt in der Gartengestaltung ist die Bestandesaufnahme. Da geht es darum, dass du dir Grundlagen erschaffst. Also ein Bestandesplan ist da ein wichtiger Punkt. Ich habe da so einen Hack, wie du mit Google Maps schnell und einfach ein Gartenplanskizze erstellst. Wie kommst du noch an deinen Bestandesplan? Zum Beispiel, wenn du Architektenpläne hast, wo auch dein Garten drauf ist, dann in der Schweiz sind Gießpläne sehr gut. Auch kannst du zur Gemeinde gehen und auch das Ausmessen deines Gartens ist ein wichtiger Punkt. Beim zweiten Schritt ist es auch wichtig, dass du Fotos von deinem Garten erstellst. Dann der dritte Schritt in der Gartengestaltung ist das Moodboard. Visualisiere deine Gartenwünsche. Also, ein Moodboard ist eine Collage mit Bildern, die deinem Lieblingsgarten entsprechen. Wie gehst du daran? Zum Beispiel ganz oldschool, indem du Bilder aus Magazinen oder Blogs sammelst und diese ausdruckst und ausschneidest und auf ein Stück Pappe klebst. Oder ich habe da auch so einen Hack, wie du mit Pinterest schnell und einfach ein Moodboard erstellst. Dann der vierte Schritt ist der Funktionsplan. Da geht es darum, ein tragfähiges Konzept zu erstellen. In der Landschaftsarchitektur habe ich es gelernt, so Nutzungskonzepte zu erstellen. Das ist eigentlich das Gleiche. Beim Funktionsplan teilst du die Flächen in Funktionen ein und mit Pfeilen die Wege, die das verbinden. Funktionsflächen wäre zum Beispiel ein Sitzbereich oder ein Grillplätzchen und so weiter oder eine Beetfläche. Und hier gebe ich gerne den Tipp, ein Variantenstudium zu erstellen, weil das macht wirklich auch der Gestalter aus. Im Studium habe ich das immer so gemacht, auch nachher im Beruf als Landschaftsarchitektin und Gartengestalterin. Falls du jetzt mit mir zusammenarbeiten würdest, dann würde es hier eine einstündige Gartenberatung geben. Dann der fünfte und letzte Schritt ist die Planzeichnung des Lieblingsgartens. Dabei wird die Entwurfsidee in eine Reinzeichnung festgelegt. Wie geht man da vor? Also du würdest einen Plan im Maßstab 1 zu 100 anfertigen. Natürlich habe ich ganz viele Tipps und Tricks, auf was du achten musst, damit dein Gartenplan nicht wie eine Kinderzeichnung aussieht und überhaupt nicht lesbar ist. Es ist auch ganz wichtig, dass der Plan jetzt maßstäblich ist, weil mit deinem Plan ist es nachher viel einfacher, die Kosten zu rechnen. Dann weißt du plötzlich, wie groß dein Platz wird. Das kannst du natürlich auch alles draußen ausmessen, ob er jetzt irgendwie 5 Quadratmeter oder 25 Quadratmeter wird. Ja, dann weißt du, was du brauchst, was für Arbeitsschritte notwendig sind. Und das Produkt, das du am Schluss hast, ist das der Plan deines kreativen Lieblingsgartens. Wenn du
mit mir zusammenarbeitest, dann hast du die Möglichkeit, hier das Nachfolgeangebot zu buchen, welches nach der Gartenberatung möglich ist. Jetzt würde ich dir nur noch raten, fang an, deinen Garten umzugestalten und lass dich von mir unterstützen. Wie kannst du Unterstützung von mir haben? Indem du Kurse von mir besuchst. Die gehen on und offline. Schau dir gerne mein Kursprogramm an. Oder eben, wie gesagt, du kannst die Gartenberatung bei mir buchen. Das ist ein Paket. Und da hast du die Möglichkeit, das Zusatzmodul Lieblingsgartenplanen durch Landschaftsarchitektin Iris Winkenbach dazu zu buchen oder abzugraden. Lebe deine Gartenträume, deine Iris Winkenbach vom Blog irislandschaften.ch.